Ja, hallo, liebe Fabrikfreunde, ich bin's, der Tenchi, und wir spielen Factorio Singleplayer Vanilla und komplett neue Staffel. Kennt man ja. So, ich muss sagen, ich mache diesmal kein Live-Let's Play, ich bin also ganz allein bei mir zu Hause und wir haben jetzt viel mehr Zeit für uns. Und ich muss am Anfang gleich noch auf ein paar Kommentare eingehen. Was heißt ein paar Kommentare? Irgendwie so aus meinem Kopf. Ja, aus meinem Kopf heraus ein paar Kommentare machen. Also, passt auf, das Erste, was mir aufgefallen ist, das war kein Kommentar, aber es ist mir aufgefallen, ich habe vergessen, die Musik anzumachen. Weil jemand hat gefragt, wie ist denn die Musik? Lohnt sich, den Soundtrack zu kaufen? Ja, keine Ahnung, der soll ja irgendwie eine neue Musik drin sein, aber ich habe sie noch nicht angehabt. Ich habe so 3 Folgen ohne Umgebungsgeräusche gemacht und ich glaube, Umgebungsgeräusche durfte auch die Musik mit dabei sein. So, dann gab es noch einige Fragen zu den Mods. Wie bekommt man Mods rein? Ach, da kommt im Hintergrund ganz leicht was. Ja, keine Ahnung. Ich mache mal kurz Pause, indem ich in die Forschungsmenü gehe, dann ist ja das Spiel pausiert. Passt auf, die Mods. Weil jemand gefragt hat, ich finde gar keinen Mod-Ordner, weil ich habe mein Tutorial gemacht, da muss man in den Factorio-Ordner gehen und dort ist dann ein Mod-Ordner-Verknüpfung und so weiter. Das gibt's ja bei Steam nicht. Okay, der Steam-Version gibt's das nicht. Also, was ihr machen müsst, passt auf. Ich glaube, das dürfte bei Windows 10 gleich sein. Es ist schon sehr spät, das kann man jetzt schön an meiner Uhr sehen. passt auf, wann geht hier drauf? Ich glaube, bei Windows 10 gibt es dann irgendwie Ausführen oder Run oder keine Ahnung, irgend so ein Befehl. Auf jeden Fall muss irgendwo so ein Text-Message kommen. Und dort gebt ihr ein, ja, hier, App-Data und hier. Ne? Also, wie heißt das? Prozentzeichen, App-Data, Prozentzeichen. Dann Enter und so, dann kommt ihr in den Roaming-Ordner. Da wollen wir ja rein in den Roaming-Ordner und dann suchen wir dort Factorio. Und dann sind wir beim Factorio-Ordner. Und dann sieht das ungefähr so aus wie bei mir. Ungefähr. Denn diese Mods und diese Kopien hier, diese komischen Dinger, das sind halt auch noch sehr alte Ordner von alten Factorio-Versionen. Allerdings sollte, wenn ihr Factorio mindestens schon mal einmal gestartet habt bei Steam, jetzt hier endlich der Mod-Ordner auftauchen. Und in diesen Mod-Ordner könnt ihr dann die Mods reinmachen, die aber hoffentlich auch für eure Version sind. Also wenn ihr im Forum seid von Factorio und dort dann auch wirklich mal schaut und euch Mods runterladet, dann holt auch die Mods, die mit eurer Version kompatibel sind. Das seht ihr dann meistens in den Optionen oder so. Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube, bei Optionen Sonstiges. Nee. Ja, das steht draußen, sieht man das, glaube ich. Draußen gibt es irgendwo eine Information. Ich kann hier jetzt gerade nicht, da müsst ihr aus dem Spiel raus. Ach komm, geh mal aus dem Spiel raus. Dann zeige ich hier über. Da seht ihr eure Versionsnummer. Und da müsst ihr dann einfach mal schauen, ob ihr die Mods, die ihr runterladen wollt, auch dafür kompatibel sind. Einfach hier reinschmeißen. Die ZIP-Datei reicht. Die müsst ihr nicht mal entpacken. Einfach reinklatschen und dann neu laden. Und dann funktioniert das. Hier bei der Modifikation seht ihr dann, ob das auch funktioniert. So. Jetzt, hier, das ist übrigens noch meine alte Staffel, aber wir laden uns das hier. Gut, ja, das war das, worauf ich auf jeden Fall eingehen wollte, weil doch wirklich viele Fragen kamen, wie das mit den Mods funktioniert. Und ich habe jetzt noch kein Tutorial-Video gemacht, kein neues, nur ein altes. Und deswegen habe ich es jetzt gemacht. So, dann kam jemand auf eine sehr coole Idee. Ihr seht ja hier schon, das sind Solarenergie-Panels. Also für alle, die neu sind, damit kann man Strom erzeugen. Und wenn man die einmal hat und tausend davon hinklatscht, hat man nie wieder Stromprobleme. Deswegen wollte ich eine kleine Challenge mit reinbringen. Also das hat jemand vorgeschlagen, dass ich auf die komplett verzichte. Ich werde sie euch auf jeden Fall mal bauen, kein Ding. Und quasi nur von diesen Dampfmaschinen hier lebe. Es soll schwer sein, die so aufzubauen und vor allem die ganzen Ressourcen, die man dafür braucht, weil man ja Kohle und sowas ranschaffen muss. Kann auf jeden Fall sehr witzig werden, da freue ich mich schon drauf. Ansonsten habe ich mitbekommen, in den ersten Folgen habe ich so ein High-Pace gehabt. Ich war so schnell, habe so viel gebaut und gelabert. Das werden wir jetzt hier noch ein bisschen runterschrauben, weil eigentlich ist Factorio ein bisschen gemütlicher. Es ist einfach gemütlich. Okay, also machen wir mal Looky Looky. Zum Beispiel gab es... hier ist kein Rezept mehr drin. Warum ist hier kein Rezept mehr drin? Was wollten wir denn hier bauen? Elektronische Schaltkreise. Boah, ich bin gar nicht mehr drin. Das ist schon eine Woche her. Wir wollten, glaube ich, Fließbänder oder sowas bauen für die... Oder Knickarme. Ich glaube eher... Nee, hä? Was wollten wir denn hier bauen? Oh, shit. Oh, shit. Was haben wir denn... Ach,
genau, wir wollten irgendwas bauen, was in der Automatisierung 2 nur geht. Wir brauchen eine bessere Montagemaschine. Das wollten wir da bauen. So, hier hat jemand gesagt, ja, wenn ich die Forschung vorantreiben will, warum baue ich dann nur sowas hier? Weil, wie man sieht, bringt das nicht viel. Es stimmt auf jeden Fall. Da könnten wir ein bisschen mehr abändern. Hier haben wir ja zum Beispiel noch eins übrig. Dann können wir mal hier schauen, ob wir nicht doch einfach hier noch eins hinklatschen. Müssen wir mal kurz gucken. Wir müssen das hier ein bisschen verschieben dann. So ein kleines bisschen. Dann sollte ich noch ein bisschen auf die Dings eingehen. Also wenn man die Alt-Taste drückt, kann man diese Information ein- und ausblenden. Und diese Knickarme, wo die hinzeigen, kann man in der Option auch ein- und ausschalten. Ja, mit der Alt-Taste. Und wenn man zum Beispiel ein Rezept kopieren will, dann nimmt man Steuerung, macht Rechtsklick drauf und dann macht man mit der Steuerung Linksklick. Ich meine natürlich Shift-Rechtsklick. Mit Shift-Rechtsklick. Was man kopieren will und mit Shift-Linksklick auf das, wo man es reinkopieren will. Das ist sehr praktisch, weil man dann, wenn man mehrere Maschinen hat, nicht immer jedes Mal so reingehen muss und dann hier aussuchen. Macht man einfach eine Kopie und fertig ist. Ja, so easy ist das. Muss es nur erstmal gemacht haben. So, jetzt würde ich hier gerne ein bisschen umbauen, damit wir hier das Fließband noch um die Ecke kriegen. So. Das können wir von mir aus da stehen. Das sieht halt, ja, es ist halt ein bisschen anders gebaut. Passt schon. Kriegen ja trotzdem unsere zwei Dinger hier rein. Perfekt. Wir brauchen noch einen Knickarm. So, schön. Stinknormalen Greifarm passt. So, dann haben wir wenigstens schon mal zwei. Da können schon mal zwei Labore vielleicht arbeiten. Das finde ich dann doch ganz praktisch. Also da müssen wir auf jeden Fall immer mal ein bisschen nachlegen. Auf jeden Fall. So, wir wollten uns um Mauern kümmern. Das weiß ich noch. Ach ja, was ich noch sagen wollte, ich habe intensiv Kommentare beantwortet. Normalerweise mache ich das bei Factorio eher weniger, denn ich habe bei Factorio immer eine Kommentierfolge. Ich mache eine Kommentierfolge, die kommt meistens Sonntag dann raus und da gehe ich dann quasi auf die letzten, also auf die Kommentare ein, auf die ich noch nicht eingehen konnte. Ich frage mich gerade, ob wir gleich ein bisschen mehr abstecken. So, das kostet grüne Wissenschaftspakete, die können wir eh noch nicht machen. Netzwerkschaltungen, Leute, da wird es langsam schon interessanter und komplizierter mit Netzwerkschaltungen, mit Ist und Ohr und so ein Mist. Logistik 2 können wir nicht machen. Wir können Stahlverarbeitung machen, dann können wir Stahl endlich machen. Vor allem noch eine Stahlspitzhacke, können wir schneller abbauen und sowas. Ich will überlegen, ob ich hier so gerade durchziehe. Da haben wir uns dieses ganze Gebiet nämlich gleich noch mit eingekreist. Und hier haben wir auch schönes Wasser. Das finde ich immer gut. Okay, machen wir das von hier. Brauchen wir natürlich um einiges mehr Mauern, wie man sehen kann. Und vor allem dann auch diese ganzen Waffen und Türme und sowas. Wir haben ja übrigens schon Geschütztürme, die wir auch noch irgendwie dann automatisieren wollen. Es wird noch sehr interessant, Leute. Es wird noch sehr interessant. Okay, hier, ich möchte gerne die Mauer, wenn die schon mal da angefangen ist, dort. Auch... Ne, so, dort weiterbauen. Hier war das ungefähr. Ziehen wir erstmal eine einfache Mauer, das muss ja reichen. Dass man wenigstens hier schon mal... Dann machen wir gleich eine Doppelmauer. Warum nicht? Wenn wir überhaupt eine Doppelmauer hinbekommen. Das sieht nämlich nicht so aus. Wir haben, gleich ist unsere Axt weg. Wir haben uns mal zwei gebastelt und die sind komplett alle beide weg. So. Ich habe schon wieder eine leichte Melodie gehört. Ach, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Muss man per Hand draufhauen. Ist ein bisschen komisch. Ist ein bisschen komisch, weil das wirklich sehr lange dauert. Aber wir haben ja dann gleich Stahl. Dann können wir direkt aus Stahl uns eine Hacke machen. Das ist auch ganz praktisch. So, und wir können uns jetzt eine Montagemaschine 2 basteln. Denn dort gibt es Rezepte mit mehr als 2 Eingangsmaterialien. Wie man sehen kann, Montagemaschinen haben bloß ein Eingangsmaterial. Und Montagemaschine 2 hat halt 2 Eingangsmaterialien. Da kann man halt natürlich schon etwas besser basteln. So, jetzt haben wir das Stahl fertig. Motoren. Wir schauen uns mal alles an, was so rote... Oh, ich glaube, wir brauchen jetzt überall noch grüne Wissenschaftspakete, wenn das so... Ja, nee, hier. Munition und so. Kugelfeuerrate. Da kann man den Kugelschaden erhöhen. Schadenserhöhung. Hier haben wir noch Verteidigungstechnik. Was ist das denn? Eisenrüstung. Oh, eine Rüstung wäre natürlich nicht schlecht. So, wie machen wir jetzt Stahl? Das ist eine ganz einfache Geschichte eigentlich. Ja, wo bauen wir das alles hin? Ich glaube, ich muss das echt, ey, das muss echt umgebaut werden. So kann das nicht bleiben, weil ich könnte jetzt theoretisch sagen, ja, ich baue mir jetzt hier so einen Ofen. Das geht ja gar nicht, so einen Ofen kann ich mir gar nicht bauen. Ich
könnte mir hier einfach frecherweise... Ja, mache ich das. Ich bin mal ganz frech. Baue mir hier noch einen hin. Und danach noch einen. So, Knickarme brauchen wir noch. 4 Stück. Machen wir gleich mal 5. So. Das Fließband wird ein bisschen verlängert. Ungefähr dahin. Und hier machen wir... Dann machen wir es einfach mal... Nee, ich wollte eigentlich hier so ein bisschen... Naja, müssen wir noch ein bisschen... Nein, schon wieder fertig. Das gibt ja gar nichts. Jetzt können wir uns auch Rüstung basteln. Verteidigungstechnik 2. Schwere Rüstung kann man jetzt auch schon basteln. Wir haben Eisen einstecken. Wir basteln uns mal so eine normale Rüstung. Ich habe die noch nie gesehen. So, den wollte ich nochmal wegmachen. Der sollte nämlich hier hin. Dann können wir den Knickarm dahin machen. So, so. Und dann kommt da Stahl raus, den wir dann einfach in eine Holzkiste packen. Wir haben ja genug Holz einstecken. Sollte funktionieren. Sup. Also der brennt dann aus dem... Ja, wenn der mal irgendwann Eisenerz ankommt, könnte er daraus dann Stahl machen. Ich mache es einfach per Hand rein. Hier, die Eisenplatten werden jetzt verbrannt zu Stahl. Dann werden das Stahlplatten. Huch. Oh, shit. Und Stahlplatten brauchen wir für das bessere Werkzeug. Ich möchte jetzt kein Eisenwerkzeug mehr basteln, weil wir eh bald ein neues haben. So, ich muss mal kurz schauen. Sind meine Boxen noch an? Nein. Meine Boxen sind nicht an. So, hier müssen wir auf jeden Fall mal ein bisschen mehr machen. Ich bräuchte echt mal mehr Eisen. Also, warum nicht? Das hier würde ich gerne reinhauen. Brauchen wir Eisen und elektronische Schaltkreise und alles. Also Kupfer und so. Bräuchte man alles. Ja, hier gibt es ein paar Schaltkreise. Könnte ich mir mal geben. Ja. Hm. 3 Stück, das haben wir auf jeden Fall. Dann latschen wir einmal mal über das Band. Dann haben wir auch den Rest. Was? Eisenplatten fehlen? So, ich weiß, ich renne immer übers Band, obwohl ich hier eine Kiste extra dafür gemacht habe, damit ich mir was rausholen kann. Ich bin aber so ein Typ, ich renne immer übers Band. Das geht einfach gar nicht anders. Es geht nicht anders. So, hier schmeiße ich mal ein bisschen was rein. Da gibt es noch ein bisschen mehr Stahl. Da haben wir schon 3 Stück. Mit Steuerung und Linksklick kann man auch direkt rausholen. Da kann man das direkt aus der Kiste rausholen, also quasi alles. Okay, und dann, ja, jetzt, das ist die Eisenrüstung, die wir jetzt haben. Kann ich mal ablegen. Wieder anziehen, anlegen, anziehen, anlegen, anziehen. Auch wunderschön. Aber wir werden uns dann irgendwann die dickere Rüstung bauen können, die wir ja gerade forschen. Ich habe hier noch einen roten Wissenschaftspaket. Den packe ich mal hier irgendwie rein. Oh, lol, die sind echt ordentlich dabei hier. Die sind ordentlich dabei. Und ich möchte gerne noch hier ein bisschen mehr abbauen. Auch wenn es natürlich ein bisschen übertrieben aussieht. Ach, eine Stahlachse wollte ich doch bauen. Pappe ich mal da hin und den nächsten, dann pappe ich dann auch hier hin. Okay. Okay, dann... Ich habe zufällig noch 2 einstecken. Und hier ist noch ein Ast. Ein Ast sei schon eine... Ihr wisst schon. Eine Dingsbums. So, müssen wir da mal verteilen. So, jetzt haben wir 4 Stück davon. Und dann... Alter, wie viel der dieser Smog. Dieser Smog. Übrigens hat auch jemand gesagt, er hat eine viel größere Basis. Und sein Smog ist viel weniger als meiner. Das könnte daran liegen, Bäume fressen quasi die Pollution auf. Also den Smog, der wird aufgefressen von den Bäumen. Und wenn man jetzt startet in ein Gebiet mit sehr viel Wald, hier oben ist ja gar nichts bei mir, dann kann das auf jeden Fall besser für die Pollution sein. 19 Steinwände ist jetzt auch nicht die Welt, das könnte auch mal ein bisschen mehr sein. So, jetzt laufe ich hier so rum und weiß gerade nicht, was ich machen wollte. Genau, wir machen das da rein. Und damit wollten wir was basteln, ist die Frage. Wir wollten schon auf die grünen Wissenschaftspakete. Wir wollten, glaube ich, Greifarme bauen. Eisenzahnräder? Ja, das könnte kommen. Könnte hinkommen. Wir wollten uns Greifarme basteln. Genau. Und wir brauchen für die grünen Wissenschaftspakete auch noch Fließbänder. Und für die Fließbänder brauchten wir Eisenplatten und Eisenzahnräder. Also gar nicht so schlimm. Das heißt, wir bauen jetzt hier einfach... Da brauchen wir auch 2 Eingangsmaterialien, sprich, wir müssen uns noch eine Montagemaschine 2 besorgen. Brauchen wir wieder Eisenplatten und so. Ja, ist alles, eigentlich alles kein Ding, ich muss einfach nochmal rüberrennen. Dann hole ich mir hier mal welche raus, so. Und dann können wir uns eine bauen. Dann noch ein paar Knickarme, die können wir eigentlich immer schon auf Vorrat haben, baue ich gleich mal 10 Stück hinterher. Und dann haben wir das jetzt hinbekommen. Die Wand wird noch ewig dauern. Da vielleicht könnte man da mal ein bisschen nachhelfen vielleicht. So, machen wir vielleicht noch Kugelschaden, weil wir haben ja eine Waffe. Für den Fall, dass dann wirklich mal Gegner kommen, können wir die auch schon mal anfangen.
Die Montagemaschine wollte ich jetzt hier hinpappen. Ah, Moment. Ach, das ist alles. Ich baue das so beschissen momentan, aber richtig. So schlecht hat das, glaube ich, noch nie einer gebaut. Weil ich wollte überlegen, ob ich das jetzt so mache. Hier, dann hier kommen die Wissenschaftspakete rein. Hier drüben kommt jetzt noch eine Maschinerie, die halt die Fließbänder bastelt. Und die nimmt sich halt das, was sie braucht, von dem und dem Band. Ich brauche ja zwei Sachen, ne? Ich brauche ja, genau. Brauchen wir noch ein paar Fließbänder dafür. Knickarm nach da. Knickarm nach da, nach da. Und dann dürfte es funktionieren. Ja, theoretisch, wenn noch Strom da wäre. Strom müssen wir uns auch mal wieder ein bisschen was basteln. Fließbänder habe ich auch. Okay. Und sup. Es ist aber, naja, jetzt müsste ich das noch ausladen. Und da könnten wir doch mal unsere großen Knickarme verwenden. Wir haben ja lange Greifarme schon erforscht. Die langen Greifarme können wir jetzt hier hinsetzen. Der packt das dann, wenn er Strom hätte, da oben rein. Da oben aufs Band. So, und jetzt wird es hier ein bisschen problematisch. Dann müsste ich hier mal ein bisschen umändern. Und zwar so. Dann haben wir hier die grünen Wissenschaftspakete. Es haut auch irgendwie hin, oder? Ach, hier ist noch kein Strom. Der kommt mal kurz weg. So. Und das ist aber, das ist richtig, also so einen schlechten Start hatte ich echt noch nie. Aber ich kann gerade eben, also gerade jetzt, ich kann mir das gerade noch nicht anders vorstellen. So. Dann haben wir ein Doppelfließband. Einmal rot, einmal grün. Ja, und dann können wir auch die weiteren Forschungen schon anfangen. Aber so wie das hier aufgebaut ist, das ist richtig schlecht. Also so schlecht habe ich, glaube ich, echt noch nie aufgebaut. Das müssen wir bei Zeitem echt ändern, dass wir wirklich eine Fabrikstätte für sowas zum Beispiel. Also diese Kabel, die braucht man überall. Die Dinger braucht man auch ab und zu, aber nicht ganz so krass wie Kabel. Also die Kabel sind echt wirklich krass. Müssen wir wirklich mal gucken, dass wir hier externe Sachen wirklich aufbauen, so ein bisschen. Da hätte ich dann schon mal Bock. Machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge langsam anfangen. So, wir haben jetzt also das. Ich wollte mir noch einen Hammer basteln, einen aus Stahl. Brauchen ein paar Stahlträger. Stahlträger haben wir hier genug drinne. Jetzt kommt ja auch genug Leuten genug an, sodass wir auch wirklich Haufen Stahl lagern können. Machen wir mal eins weg. Wow, 16 habe ich bloß. Geht doch nicht so schnell, ne? Guckt euch das an, wie langsam das ist. Ja, das dauert wirklich ein bisschen. Ich glaube, das kostet eine Platte für einen Stahl, glaube ich. Oder sind das zwei? Werden wir gleich sehen. Oh, fünf. Fünf Eisenplatten für einen Stahl. Okay. Ich habe nichts gesagt. So, dann bauen wir uns hier schon mal die Stahlspitze. Haben wir ja schon eine. Wie sieht es mit dem Kampfanzug aus? Der bessere. Der braucht 50 Stahlträger. Oh, mein Gott. Ja, das dauert echt. Das wird dann ewig fressen. Ich könnte mal schnell schauen, ob wir irgendwie unsere Produktion hier oben steigern könnten. Ich glaube, hier geht es ja wirklich nur darum, dass wir mehr Öfen bräuchten, theoretisch. Oh ja, darum geht es im Endeffekt. Es geht nur um die Öfen. Kann ich hier noch irgendwie einen Ofen dazwischen quetschen? Die habe ich per Hand gefüllt, ne? Irgendwann mal. Na, zum Glück funktioniert der immer noch. Da bräuchte man auch irgendwann mal Elektroöfen. Ich kann gerade überlegen, kriegt man das so hin? Ich glaube, das könnte funktionieren. Ja, das funktioniert. Brauche ich nur noch ein bisschen Kohle. Da holen wir uns mal ein bisschen was. Wir klauen uns einfach mal von hier ein bisschen was. Oh, wir verbrauchen so viel Strom. Oh, weil wir jetzt so viel Kohle hier verbrauchen, gibt es zum Strom kaum noch was. Da sollten wir uns vielleicht auch doch ein bisschen um Kohle kümmern. Mehr Kohle. Mehr Kohle braucht die Welt. Ich zum Beispiel bräuchte mehr Kohle. Die können jetzt auch mal wieder ein bisschen mitarbeiten. Das ist auch mal ganz gut. So. Jemand hat einen Kommentar geschrieben. Das weiß ich noch nicht so genau. Wusstest du, dass man mit Teilfließbändern und Untergrundfließbändern die Sachen wieder trennen kann? Irgendwie oder wieder zusammenfügen oder irgendwie. Dann frage ich mich, Untergrund? Wieso ein Untergrundfließband? Warum brauche ich denn Untergrund? Okay, wir haben das. Wir haben ein bisschen Kohle. Kommt rein. Dann können wir hier ein bisschen die Geschwindigkeit von unseren Mauern ein bisschen erhöhen. Das ist ja wirklich sehr wichtig, dass wir das machen. So. Wir haben jetzt 40 Mauern, dann ziehen wir hier drüben nochmal zu. Da unten müssen wir eigentlich auch nochmal zuziehen, aber ich bin nur mal. Ah, shit, das müssen wir ja richtig krass ziehen.
Bis wohin wollte man das denn ziehen? Ich weiß es gar nicht. Ups, gar nicht. So, es geht schon ein bisschen schneller jetzt mit der Stahlspitzhacke. Die hat einen besseren Abbauwert. Bauen wir erstmal hier so zu. So, dann haben wir noch ein bisschen was übrig für die andere Mauer. Und zwar haben wir noch übrig zwei Mauern. Nee. Da unten ist eh zu. Da unten ist zu, nur ganz rechts ist halt noch nicht zu. Da müssen wir noch um einiges mehr nachlegen. So, wir haben 20 Minuten, wir haben also noch Zeit. Wir machen grüne Wissenschaftspakete, das ist schön. Wir machen trotzdem gerade noch die roten. Da können die Grünen nämlich, guck mal, die Grünen brauchen nämlich richtig viel. Also, man muss ja bedenken, was das alles kostet hier. Also, die Grünen sind richtig teuer und das müssen wir auf jeden Fall auch abändern. Das kann man so nicht lassen hier. Die Dinger brauchen wir auch nochmal woanders, glaube ich zumindest. Oder gab es jetzt? Das Problem ist, im Kopf hat man so noch die anderen Schaltkreise. Es gibt Haufen Schaltkreise und so durch die ganzen Mods. Ich habe jetzt wochenlang mit Mods gespielt und da war das ein bisschen krasser mit den Schaltkreisen. Aber ich glaube, hier gibt es ja bloß diese eine Art von Schaltkreisen. Das heißt, dass wir die, das hier separieren, das separieren, das separieren, würde ich sagen. Wir müssen nur mal gucken, wie wir das dann am blödsten machen. Weil wir haben ja keine Logistikdrohnen, die das rumfliegen. Wir müssen das alles mit Fließbändern dann machen. Also ich würde aber wirklich tatsächlich gerne mal eine Ecke machen, wo ich nur nur Kabel mache. Das ist alles sehr kontraproduktiv, aber wir haben ja momentan die Ressourcen, dass wir nur Kabel machen und dann irgendwo eine Ecke, wo wir nur das hier machen. Ja, wobei das hier braucht ja auch noch Eisenplatten. Ja, das ist schon echt krass. Das wird echt schwierig, das dann so zu verteilen. Wenn ich zum Beispiel sage, hier oben in der Ecke mache ich irgendwo Kabel und hier unten wird aber Kupfer geschmolzen. Ah, sehr kontraproduktiv, das dann auch hochzubringen. Aber irgendwo muss ich ja dann damit anfangen, theoretisch. Und ich würde tatsächlich gleich mit dem Besseren immer machen. Vielleicht Montagemaschinen 2. Ich glaube, das ist eine gute Idee, weil die sind auch schneller. Die Herstellgeschwindigkeit ist 0,75 und die ist gerade mal 0,5. Also schon ordentlich schneller. So, das heißt, ich brauche für diese Montagemaschinen noch also mehr Eisenplatten. So, jetzt habe ich genug. Ja, ich glaube, das gehen wir an. Das können wir angehen. Auch wenn es echt sehr wir müssen dann mal schauen, wo wir die Schmelze hinsetzen. Die würde ich doch gerne woanders dann machen, vielleicht. Naja, ich sag mal so, die Schmelze werden wir umstellen in dem Moment, wo wir elektronische Öfen kriegen können. Da schauen wir mal ganz kurz nach. Die Elektroöfen, das ist so ein Ziel, was ich gerne hätte. Nur die Bilder sagen mir alle jetzt gar nichts. Das heißt, wir müssen tatsächlich mal durchschalten. Hat das vielleicht was mit dem Ding? Also Module gibt es hier, Lasertechnik, Elektrotechnik, Elektromotor, fortgeschrittliche Materialverarbeitung. Da haben wir es. Hier am Lichtbogenofen ist quasi ein Elektroofen. Und den können wir erforschen, wenn wir fortschrittliche Elektrotechnik müssen wir noch erforschen. Und wir müssen erforschen fortgeschrittene Materialverarbeitung, die haben wir auch noch nicht erforscht. Also zwei Sachen müssen wir auf jeden Fall noch erforschen, dann noch eine dritte Sache. Und dann haben wir die Elektroöfen und die Elektroöfen brauchen nämlich keine Kohle mehr. Und dann können wir ein unabhängiges Schmelze irgendwo hinsetzen. Ich glaube, das wird dann irgendwie praktischer. So, und von da ausgehend müssen wir dann die anderen Sachen eigentlich versorgen. So, dann gehen wir das, glaube ich, direkt an, würde ich sagen. Fortschrittliche Technik, da brauchen wir 40 Wissenschaftspakete. Uiuiuiui. Und das andere, was braucht er das andere? Es braucht 50. Ach du Scheiße. Ja, da sieht man jetzt, wir bräuchten mehr Labore und alles Mögliche. Und hier kommt nämlich das Interessante zu Trage. Man braucht immer mehr. Immer mehr. Aber wenn ich jetzt bis hier hoch das Kupfer lege. Ja, aber so können wir mal wirklich mal eine Fabrik bauen. Ich habe da schon ein bisschen Bock zu. Die Frage ist nur, wie bauen wir die? Also Factorio ist teilweise manchmal auch ein bisschen chilliger und ruhiger, wie ich gerade gesagt habe. Wie ich vorhin schon gesagt habe. Wir könnten eine ganze Reihe machen oder machen zwei Reihen. Die Frage ist ja, wie viel Kabel wir später tatsächlich brauchen. Wenn wir, na gut, noch ein bisschen weiter auseinander. Ne, knicke, ich glaube so. Stellt euch vor, wir haben jetzt hier ein Doppelbandkabel mit Kupfer drauf, nur Kupfer. Dann geht das hier rein und hier drüben wird das dann ausgeladen und geht dann hier oben wird das dann zusammengefügt. Hier kommt auch raus. Da haben wir hier hier können wir noch ein paar Maschinen hinsetzen. Die kümmern sich dann darum. Ja, wie viel Kupfer ich einstecken habe. Scheiße, Mann.
Ja, das ist nicht ganz so korrekt hier. So, dann haben wir hier einen Ausgang. Das Problem ist aber, ich glaube, wir müssen es genau andersrum machen, weil wir brauchen hier oben keine Kabel. Ich glaube, wir müssen das genau andersrum drehen, dass wir eher sagen, dass das, was hier hinten rauskommt, dann nach unten geleitet wird und dann unten zusammengefügt wird und dann dort weiter in die Fabrik geleitet wird. Weil hier oben, was bringt uns das, wenn wir Kabel hier oben haben? Da haben wir hier Kabel hier oben und müssen die dann eh nochmal nach unten leiten. Also können wir sie gleich nach unten leiten. Finde ich okay so. Irgendwo hier unten wird das dann verbunden. Brauchen wir noch mehr Knicker, mehr Fließbänder. Es ist einfach so, wir brauchen da so viel von. So. Und so. Und hier machen wir ein unterirdisches Fließband drunter. Ja, ist ein bisschen doof gerade mit dem hier. Vielleicht können wir das auch daneben setzen. Ist, glaube ich, kein Ding. Ich glaube, ich mache das eher so. So, dann machen wir das so. Einfach, weil hier noch das Dings hochgehen sollte. Hier kommt dann das Kupfer irgendwann mal hoch. Wo machen wir denn die Schmelzen, ist die Frage. Wobei hier hinten in der Ecke auch eine geile Idee wäre für diese ganzen Stromerzeugung. Weil hier sind wir relativ sicher. Außer wenn die von da drüben rüber spucken. Aber hier sind wir relativ sicher. Ja, haben wir, glaube ich, eine bessere Gegend für einen Haufen Anlagen für Strom. Nee, ich lasse es jetzt aber erstmal so. Da haben wir da oben jetzt unser Kupferkabelfabrik. Das ist schon mal eine gute Sache, die brauchen wir. Später gibt es noch schnellere Fließbänder und so. Das wird dann alles sehr schön. So, machen wir schon mal rein und raus. Müssen wir nur noch irgendwann mal Kupfer abzwacken, ein bisschen Strom hier hochbringen und dann klappt das schon. Und machen wir einfach Strom, können wir auch hier hinten irgendwo aufbauen. Hier hinten oben. Hier macht man eine fette Stromfabrik. Weil Strom brauchen wir richtig viel und dafür brauchen wir Wasser und auch Kohle. Kohle haben wir zufällig da. Eine komplett frische Anlage. Cool, wir sind schon fertig. Da können wir jetzt das hier noch machen. Wir brauchen ja noch fortschrittliche Materialverarbeitung. Das ermöglicht uns einen Hochofen. Ein Hochofen, ja, bringt uns momentan jetzt noch nicht ganz so viel. So, dann können wir hier auch dieses ganze Kohlefett, was wir haben, nur dafür verwenden, bis wir später aus Rohöl noch ein paar Sachen machen können. Öl haben wir ja jetzt zum Glück ja auch in Hülle und Fülle. So, die Folge ist jetzt ein bisschen länger geworden als sonst. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, ich war der Tenchi hier von Snoops Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.